Ihr könnt weiteres Feuer von Lasergewehren hören, von weiteren Schüssen überall um euch herum, wohl weiter entfernt, wo irgendwie weitere Rebellen versuchen, den PVS-Widerstand zu brechen. Und wenn ihr dann die ersten Meilen gelaufen seid von eurer Position aus, sind es dann über eine der verschiedenen kleinen Brücken 20, zumindest laut eurer Anzeige, die Karte habt ihr ja bekommen. Allerdings nach den ersten 7 Meilen, die ihr gegangen seid, steht ihr vor einem großen Kanal. Die Brücke wurde wie gesagt gesprengt und hängt ja kaputt in den restlichen Angeln. Der Kanal, wie breit ist der Kanal? Der Kanal ist 100 Meter breit. Und wie tief? Das weißt du nicht. Du kannst. Hast du einen Scanner dafür irgendwie? Nee, nicht wirklich. Nee. Also er ist tief und schwarz, das Wasser. Es riecht salzig und ja. Haben wir nicht einen Ausblick, damit wir das abschätzen könnten? In eurem Helm? Ich glaube, unsere Kardianerin hat doch einen Ausblick gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Dann schaut sie mal, ob sie Tech Gebrauch hat. 19. Sie würde sich dann eben so positionieren, dass sie von der Schulter aus von Gabriel trägt sie, ne? Könnte sie dann den Auspex bedienen und schätzt die Wassertiefe dann auf 20 Meter. Wie stark ist die Strömung? Die Strömung ist moderat, also vor allem ihr habt da sowieso kein Problem. Aber also ruhig ist es nicht, aber es ist halt jetzt auch nicht so stark. Also wir könnten einfach durchmarschieren, weil wir können unter Wasser atmen in den Rüstungen. Korrekt. Aber die Menschen kommen ja nicht drüber, aber die kannst du vielleicht, Thordal, drüber fliegen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie weit mein Sprungmodul funktioniert. Du kannst eine Minute lang ununterbrochen fliegen, das heißt locker 100 Meter. Ja, da komme ich rüber. Da komme ich dann rüber, ja. Dann würde ich die beiden mir nehmen und dann rüber springen. Ja, und wir könnten versuchen zu schwimmen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen und dann eher am Boden langlaufen. Ja, also vermutlich in den Servorüstungen wird das nichts mit schwimmen. Da sinkt ihr einfach wie ein Stein nach unten. Aber ja, ihr könnt halt mit Helm, ihr könnt halt ohne Helm, könnt ihr die runterspringen und dann in den Rüstungen eben durchlaufen. Das geht auf alle Fälle. Ja, mit Helm. Und wie gesagt, ich springe dann mit meinen beiden Soldaten auf die andere Seite. Ja, wen nimmst du als erstes? Beziehungsweise, bevor wir da durchlaufen, wie steil sind denn die Ufer? Also das ist ein Kanal, dementsprechend, also da wird es auch irgendwo Trittleitern geben, ob die den Servorüstung eines Space Marines mit seiner Tonne dann standhalten, das ist eine ganz andere Frage. Aber da gibt es dann Trittstufen, wo ihr dann eben nach oben klettern müsstet. Oder aber mit den Magnetstiefeln. Mit den Magnetstiefeln und dann senkrecht hochlaufen. Ja, die Magnetstiefeln dürften ja nur auf Metall haften. So ein Kanal ist wahrscheinlich Beton, ne? Ja, Stahlbeton. Ja gut, dann machen wir das so. Dann. Normalerweise sollte ich beide gleichzeitig nehmen können. Wie schwer sind die beiden? In Rüstung wahrscheinlich 120, 130 Kilo. Das heißt 240 Kilo. Da wird es, glaube ich, eng mit meinem Sprungmodul. Wir brauchen so und so ja ein bisschen, bis wir da unten durchmarschiert sind. Kannst du auch zweimal hüpfen. Genau. Dann würde ich tatsächlich als allererstes den Worgen nehmen, der dann während des Fluges die Deckung geben soll. Und dann die Kardianerin. Wobei Worgen dann auf der anderen Seite halt uns die Deckung halten soll. So verstanden. Und in der anderen Hals nehme ich halt erstmal meine. Okay. Ich denke, das klingt nach einem guten Plan. Okay, dann könnt ihr euch zunächst den Worgen aufladen, ganz daneben rüberspringen, da ein Sturmmodul surrt und kreischt und der Maschinengeist ist überhaupt nicht zufrieden, wohl nicht wegen dem Gewicht, sondern vielmehr, weil es jetzt gerade missbraucht wird für einen Menschen, aber du kannst dann auf der anderen Seite wieder ihn absetzen und der kann dann dort Position aufnehmen. Und die Straße, die daneben hier an dem Kanal entlang führt, eben begutachten, dass hier keine weiteren Rebellen auftauchen. Von Norden aus sind auf alle Fälle weitere Schüsse zu hören.
Also, ich wollte gerade fragen, ob ich einmal drüben mich umschauen, umriechen darf, aber dann hat sich das ja eh schon erledigt. Also hier riecht es vor allem nach Salzwasser. Der Geruch ist da auf alle Fälle ganz schön stark. Such dir eine Position. Wenn du eine hast, werde ich deine Kamera, unsere Kameradin holen. So verstanden. Und ich begebe mich in eine Verteidigungsposition und guck mich um. Dann würde ich wieder darüber springen. Ja, so lädst du dir dann eben auch Elisabeth auf den Rücken und fängst wieder an, mit einem Sprungmodul rüber zu springen. Ja, weil die anderen sind schon losmarschiert? Ja, wir warten nicht, bis er da fertig ist. Oder? Ja, wir gehen sofort rein. Ja, ihr sinkt wie ein Stein auf den Boden des Kanals. Es dauert natürlich einige Zeit, aber dann könnt ihr wie in Zeitlupe durch den schwarzen Kanal, durch das Wasser hindurchgehen. Und irgendwie habt ihr das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. Ich schalte meinen Helm, meinen Scheinwerfer an. Ich glaube, ich habe so einen Schulterscheinwerfer. Ja, du schaltest ein Licht ein, das dringt aber auch aufgrund der Schwärze. Du weißt nicht genau, ob hier auch Promethium oder irgendwelche anderen Abfälle reingeladen werden. Aufgrund der Schwärze im Wasser dringt es einfach nicht wirklich weit. Aber du hast kurz das Gefühl, als würde, das war kein Fisch. Irgendetwas ist da vor dir nachgeschwommen. Sauber. Ich gucke mich um und versuche irgendwie nach meinem Kettenschwert zu greifen. Du greifst zu. Leerlauf. Es klickt. Brüder, habt ihr das eben auch bemerkt? Es sind irgendwelche Wesen im Wasser. Ja, macht euch bereit. Sollen sie nur herkommen, wenn sie den Tod suchen. Und ebenfalls mein Zeremonienschwert. Ja, wir gehen auf jeden Fall weiter, ne? Im Wasser ist irgendwas? Glücklicherweise, ja. Ich schaue von oben, ob ich etwas sehe. Sorg dich nicht. Kümmer du dich um den Transport. Wir haben hier unten alles unter Kontrolle. Dann bin ich mir bei euch nicht sicher. Nicht, dass das Wolffell noch nass wird. Immerhin weiß ich, wie man sich im Maiswasser verhält. Ja, nach 100 Metern seid ihr auf der anderen Seite des Kanals angekommen. Eure Magnetstiefel klicken ein weiteres Mal, wenn ihr dann senkrecht wieder nach oben steigt. Die Metallpfähle, die da wohl reingegraben worden sind, reichen nicht, damit ihr da hochsteigt. Zumindest dann nicht mit eurer Tonne Gewicht, auch wenn ihr im Wasser nicht ganz die Tonne aufbringt. Aber irgendwann würden die höchstwahrscheinlich abbrechen, wenn ihr aus dem Wasser steigt und sie dann voll belastet, sodass ihr dann eben auf der senkrechten Wand nach oben geht. Und dann könnt ihr etwas bemerken. Etwas schießt auf euch zu. Initiative. Oh. Dann bin ich bei der 7. Dann beginnen wir mit Bruder Wilhelm 14. Sehe ich denn irgendwas, was da ist? Du siehst, wie ein Symbiont auf euch zuschwimmt, unter Wasser. Du siehst seine zahlreichen Arme, Klauen. Er hat keine Sicheln ausgebildet, aber seine Wirbelsäule ist verkrümmt und aus dem Rücken rausragend. Sein Schädel ist gewölbt, er hat lilane Haut und eine gewaltige, ekelhaft fleischige Zunge, die sich nach dir streckt. Frage, ist mein Bolter unter Wasser zu verwenden oder nicht? Gute Frage. Ich glaube, ihr bekommt sowieso erstmal wegen des Wassers und wegen der Dunkelheit eine plus 30 auf alles. Und ich glaube, Bolter funktionieren auch unter Wasser. Also ich habe Darkseid. Dann nur noch eine plus 20. Ja, dann möchte ich ihn, sobald er mich dran ist, stechen. Gut. Dann, weiter machen wir mit der 11, Tordal. Sehe ich denn von, nachdem ich jetzt die Dame dort abgesetzt habe, denn schon irgendwas von da oben? Nein, du siehst im Wasser nur Schwärze. Okay, dann würde ich tatsächlich meine Bolt-Pistole in die eine Hand ziehen und der anderen hat das Kettenschwert und dann würde ich warten, bis ich irgendwas sehe und dann schießen. Okay, dann machen wir weiter mit Gabriel. Ja, ich warte auch, bis das Vieh seinen Angriff durchgemacht habe, um dann mit aller Kraft drauf einzustechen. Octavius. Ja, wie weit ist denn das Vieh von mir entfernt? Kommt jetzt, wie gesagt, auf dich zu, mit deiner Helmlinse und dem Licht sicherlich 5 Meter noch entfernt.
Okay, schwimmt jetzt, wie gesagt, auf dich zu, als du es dann erkennen kannst. Dann gehe ich 2 Schritte in die Richtung und schlag drauf. Es kommt ja mitten aus dem Kanal angeschwommen und ja. Ihr klebt an der Wand. So, okay, ja gut, dann... Also wir sind schon überhalb des Wassers? Nee, ihr seid mitten unterm Wasser, seid jetzt gerade von der Kanalunterseite an die Steilwand, damit ihr jetzt nach oben gehen könnt. Und an dem Punkt hat es euch angegriffen. Es schwimmt im Wasser, ihr steht. Ja, dann halte ich meine Handlung zurück und warte, bis es in Nahkampfreichweite ist und dann schlage ich zu. Gut, dann die 7. Und zwar greife ich an, wer sieht am schwächsten aus? Der Apothekarius, Gabriel. Ich glaube, das ist eine Fehleinschätzung, aber let's go. Dann greife ich Gabriel an. Ich habe ein Kampfgeschick von 65, damit habe ich getroffen. Ja, dann kann ich das mit meinem Schwert parieren? Du hast eine Reaktion, korrekt. Okay, dann will ich das parieren und mit der 21 ist es geschafft. Sogar, 5 Erfolgsgrade? Ja, das ist egal, du hast auf alle Fälle pariert. Dann dürfen die anderen jetzt auch, weil die 7 war als letztes dran. Ihr könntet noch eure Aktion vorziehen aus der Runde, die ihr dann noch hattet. 58, das dürfte nicht reichen. Hast du eine Nahkampfwaffe? Ja, Astartes Combat Knife. Ja, das Kampfmesser okay. Hat jeder. Stimmt, das Kampfmesser, richtig, genau. Gut, dann Octavius. No. Das ist noch kein Patzer. Tordal sieht immer noch nichts. Gabriel. Nach der Reaktion kommt die Aktion. Mit der 69 ist das auch nicht geschafft. Gut, der Lordsholmer Symbiont hatte zumindest keine Einbußen durch das schwarze Wasser und auch wenn er in der Unterzahl ist, ist er trotzdem irgendwie sowas wie im Vorteil. Ja, nächste Kampfrunde. Ich würde einfach sagen, er ist jetzt gerade an euch dran. Das heißt, ihr könnt jetzt vor ihm handeln, aber ihr seht ein zweites Wesen, was auf ihr zuschwimmt, was noch nicht dran ist. Ja, wir fangen wieder an mit Bruder Wilhelm. Wie tief bin ich denn noch im Wasser? Der Kanal war 20 Meter tief, also dann müsstest du die 20 Meter wieder nach oben laufen an der Steilwand. Ja, 20 Meter kann ich in einer Aktion laufen, dann läuft die 20 Meter da nach oben. Ja, alles klar. Dann läufst du nach oben, auch wenn durch das Wasser das alles irgendwie ein bisschen gedämpft ist, und springst dann nach oben, tauchst wieder neben Tordal und Worgen auf. Octavius. Ich möchte mich auch nach oben begeben, aber ein bisschen langsamer, so dass ich mich notfalls verteidigen kann und sag dann zu dem Gabriel, geh Wilhelm hinterher, ich halte euch den Rücken frei. Okay. Tordal, kannst immer noch nichts sehen. Ja, ich habe noch nichts gehört, habe auch nichts gesagt bekommen und so warte ich dann, dass darauf, was dann irgendwann was zu sehen ist und sobald was ist, dann würde ich dann zuschlagen, zu schießen, je nachdem, in welcher Situation es sich gerade befindet. Ja, neben dir springt auf gerade eben Bruder Wilhelm aus dem Wasser, katapultiert sich nach oben. Du kannst sehen, wie er sich im Fluge umdreht, hat sein Kampfmesser in der Hand und seinen schweren Sturmbolter nach unten auf der Wasseroberfläche gerichtet und kommt dann neben dir mit einem weiteren Spring von Steinplatten auf den Boden. Dann ist Gabriel dran. Ja, das ist eine sehr gute Idee, sich hier zurückzuziehen, aber ich bin stur und ich weigere mich zu gehen, ohne dem mindestens einen Schlag zu versetzt zu haben, weshalb ich noch einmal angreife. Und mit der 10 ist das grandios gelungen. Das ist sogar gelungen, aber ich darf auch ausweichen. Das ist nicht gelungen. Dann kannst du Schaden machen. 1W6 plus 3 plus Stärkebonus, richtig? Klingt richtig. 1W10. 1W10? Du hast ein richtiges Schwert, ne? Ich habe ein richtiges Schwert. Ja. Ein Zeremonienschwert. Ja, genau, kein Kettensägenschwert. Hast du auch kein Relikt, sondern einfach nur ein Schwert. Ja, das sind 18 Schaden. Wie ist der Durchschlag? Der Durchschlag ist 3. Okay. Die Rüstung ist 6. Das heißt, wir machen aus den 18 minus Durchschlag 3 sind dann 15 Schaden und der Widerstand ist 6. Der Widerstand wird auch nicht verdoppelt. Er hat nur eine übernatürliche Stärke, keinen übernatürlichen Widerstand. Dann machst du 13 Schaden an ihm. Und 12 Schaden. Der Durchschlag ist auch nur 2. Okay, gut. Dann machst du 12 Schaden und sägst ihm 2 Arme ab. 2 verbleiben. Nach der 8 bin ich dran und ich greife dich auch an. 2 Arme habe ich noch. 6 ist auf alle Fälle getroffen.
Und mit der 85 und dem dunklen Wasser ist das nicht gelungen. Dann bekommst du seine Chitin-Zangenkrallen für 2W10 plus 12. 20 DS5. Ja, das kommt drauf an, wo? Trefferzone, ich glaube, das ist sogar der Kopf, ne? Du hattest eine 6 gewürfelt. Ja, 6 ist eine 60. Das wäre dann die 60, das Körper. Körper, da habe ich 20 minus Durchschlag 5 sind 15. Also 4 Schaden, die 5 Schaden, die durchgehen. 5 Schaden, die durchgehen? Du hast auf dem Körper eine 20er Brustplatte? Also ich habe eine 10er Brustplatte und einen Widerstand von 10. Ja. Das kann man ja einfach addieren, oder spricht da irgendwas gegen? Nee, der Durchschlag wird nur vom Körper abgezogen, der Rest bleibt eh stehen. Der Durchschlag ist 5. Ich habe 20 Schaden gemacht. So, du hast eine 10er Rüstung, da bleiben 5 übrig. Und dann kriegst du 5 Schadenspunkte. Ja, genau. Ja. Bin ja auf dieselbe Rechnung gekommen, dass man, ja, richtig, genau, ob man das addiert oder nicht. Das war meine erste Aktion. Und dann kommt jetzt der zweite Symbiont an und der greift Octavius an. Weil der ist ja noch zurückgeblieben. 88 nicht geklappt. Ja, dann mache ich einen Gegenangriff, weil ich habe ja noch eine Handlung. Ne? Hast du auf alle Fälle die Reaktion? Nö. Gut, 72, dann ist die Kampfrunde durch. Nächste Kampfrunde, Bruder Wilhelm. Ja, die Frage ist, sehe ich das Vieh von außen überhaupt irgendwie oder gar nicht? Nein, das ist ja das Besondere an den Symbionten, die können schwimmen und sie greifen aus dem Hinterhalt an und das Wasser ist schwarz und ihr seht von oben gar nichts. Dann tue ich nichts. Genau, Octavius, 12. Ja, raus hier. Ich springe die letzten 10 Meter da irgendwie hoch. Ja, soll auch dir gelingen. Dann, Tordal, 11. Auch du siehst nichts. Ich bleib genau bei der gleichen Aktion und ich warte darauf, dass der Rest endlich rauskommt, vor allem dieser närrische Angel. Aber es tut sich halt momentan nichts, also warte ich erstmal und. Ja, der Löwe hat mittlerweile Stimme. Dann halt auch meinen Bolter weggenommen, weil mittlerweile stehen die ja alle neben mir. Dann gehe ich davon aus, dass jetzt gleich einer kommt, damit ich ihn zerfleischen darf. Da habe ich jetzt meine Axt und mein Schwert und warte darauf, dass sie dann in meine Nähe kommen, damit ich sie sobald angreifen kann, sobald einer meiner Nähe ist. Ja, dann Gabriel, du bist der letzte Verbliebene. Zwei Symbionten, die sich um dich und dein Blut, um deine Gensaat bemühen. Ich würde natürlich gerne gehen, aber gibt es da irgendwas, worauf ich würfeln kann, weil ich bin halt stur. Das ist ja mein persönliches Gebaren. Irgendwie Selbstbeherrschung oder sowas? Willenskraft vielleicht. Willenskraft, WK. Willenskraft, okay. Das wäre gelungen. Genau, dann erlaube ich dir, dass du gehen darfst. Danke sehr, dann ziehe ich mich ebenfalls zurück. Dann läufst du nach oben. Meine Rüstung wurde durchschlagen und Wasser fängt an einzutreten, also es ist vielleicht gut zurückzugehen. Ja, Space Marines können auch im All oder unter Wasser atmen, das ist denen egal. Aber gut, du kannst dich nach oben zurückziehen und dann könnt ihr auch erkennen, wie die Symbionten schwimmen und springen, ebenso aus dem Wasser und so etwas wie einen Sprung- oder Sturmangriff machen, ähnlich wie es sonst Tordal Svensson mit seinem Sturm, mit seinem Sturmangriff tut. Und zwar. Können wir vorher nochmal ballern? Ja, könnt ihr auf alle Fälle gleich nochmal machen, wenn sie in der Luft sind. Ich gucke gerade mal, die Initiative ist auf alle Fälle auf eurer Seite und ihr wartet darauf, dass sich das Wasser bewegt. Also dann die springen jetzt aus dem Wasser raus. Ja? Die springen jetzt aus dem Wasser raus. Dann würfel ich jetzt auch mal Initiative. Alles klar, tu das. Wir fangen aber mal mit Bruder Wilhelm an. Du hast ja auch jetzt dein Messer wieder gezogen, ne? Das Sturmbeutel. Ja, mein Sturmbeutel, natürlich. Ja, ich möchte in die Reihen halten, natürlich, wenn die rausspringen. Ja, alles klar, dann. Bolter gegen sie. 44. Ist Schießen irgendwie erleichtert oder nein? Die sind auf nahe Entfernung. Du wirst doch auf alle Fälle getroffen haben. Bei der 44 hast du getroffen. Okay. Dann, ich habe nämlich eine 41, also kriegen wir nicht 20er Bonus, diesen normalen Bonus kriege, dann habe ich, warte, einen Erfolgsgrad. Ja. Dann den Schaden bitte. 4. Dann sind es 17 plus 4 sind 21 DS, wie viel?
Plus 10 kriegt er noch drauf durch die Waffe. 31. 31 DS, irgendwas ist egal. 44 war der Körper, kritische Explosion, Körper. Die Wucht der Explosion zerfetzt das Fleisch des Opfers, traumatisiert das Nervensystem, das Ziel stürzt zurück ins Wasser und wird unter dem Blutverlust sterben. Beziehungsweise ist sowieso schon tot, dann durch die restlichen Schadenspunkte, aber es ist auf alle Fälle Matsch. Dann, Wilhelm ist durch, Octavius. Du bist eben gelaufen, ne? Ich stehe doch ja auch oben. Stimmt, an der das war letzte Runde schon. Dann stehst du schon an der Kante. Ich nehme meinen Bolter wieder zur Hand und warte, ob der zweite auch raushüpft. Und den kommt ebenso, ja. Den baller ich jetzt nieder. Tu deine Pflicht. Das ist tatsächlich getroffen. Dann schon. Gerade so. Der hat noch nichts bekommen. 25 DS. Nee, das wären dann 23, weil der niedrigste Würfel zählt nicht. Alles klar, reißen. Und DS5. 23, DS5. Die haben eine Rüstung von 8. Nee, das ist doch von 6. Dann bleiben da 3 übrig. Das sind 20 Schaden. Okay. Dann ist nach Octavius... Weißt du was, ich ziehe jetzt einfach mal unseren schönen Worgen vor. Worgen, klau doch mal wieder den Kill. Okay. Thordal hatte schon seinen Kill. Gut, dann schießen wir mal, ne? Oh, das dürfte getroffen haben. Das hat getroffen, ja. 21, müssen wir uns nicht streiten, Schaden. Mit einer 7 Penetration, dann kannst du seine Rüstung komplett negieren. Er hat noch einen Widerstand von 6, das reicht. Das ist jetzt mit einem Lasergewehr, ne? Ja. Schauen wir mal nach. Da haben wir Energieschaden. Das Ziel ist völlig von Feuer eingehüllt. Die Haut schmilzt, die Augen platzen wie überhitzte Eier. Und dann fällt das Ziel als verkohlte Leiche zu Boden. Ins Wasser. Guter Schuss worden. Danke, Milord. Das war das zweite Mal, ne? Verzeiht, Milord. Aber, naja. So sei es. Gut. Ein Augenblick und wir können weiter.